Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einem neuen wunderschönen Spiel hier auf meinem wunderschönen Kanal. Heute müssen wir mal uns überlegen, was wir Schönes machen. Ich würde natürlich... Es gibt Dame-Diff? Okay. Wir machen Superhelden-Simulation. Mal gucken, ob das gut ankommt auf dem PC, weil das Simulation ist plus, also Halleluja. Wollen wir nicht mit der Anfangsgrafik und dann wollen wir mal gucken, was nehmen wir jetzt für ein Spiel. Es ist also halt der Opa. Ich weiß nicht, ob das gut ankommt. Es kostet uns wirklich extrem viel, sowas zu machen. Oh fuck, wie war denn das gleich gewesen? Ich würde sagen, so ist es schon ganz in Ordnung, was ich jetzt gerade eingestellt habe. Ja, mal hoffen. Oh, wir können noch Forschung machen. Forschung ist dann wichtig, dass wir das dann noch ein bisschen durchziehen. Ein bisschen weniger hier. Mit Level-Editor rein ist vielleicht nicht ganz so gut, aber 5000, was will denn das? Das lassen wir so mal alles drinne. Danach möchte ich aber auch auf... Ah, Marketing. Jetzt geht das. Okay. Alter, das ist teuer. Alter, das ist teuer. Ich würde mal sagen, wir fangen mal in Zeitschriften an. 50.000. Ein halb 4 haben wir, halb 5. Okay. Nein, jetzt bringe ich das mit Bugs raus. Scheiße. Wir veröffentlichen das trotzdem. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich das mit Bugs rausgebracht. Nein. Naja. Nicht so schön. Aber so wissen wir jetzt jedenfalls, wie wir die Dings machen können hier so. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, Mittelalter. Wie geil. Spieltutorial. Oh, was mache ich denn? Ich würde mal sagen, Mittelalter hier. Komm, Forschung beginnen. Also mich freut es jedenfalls, dass ihr wieder zu mir gefunden habt und gedacht habt, ja, okay, die. Ach du Scheiße, wie viele Fans habe ich denn verloren? Ach du Scheibenkleister. Leute, ich habe Angst. Ich habe richtig Angst, dass ich gerade überhaupt keine Fans mehr habe. Ach du Scheibenkleister. Was soll ich denn hier weitermachen? Ich verkack's da richtig gerade. Komm, los geht's hier. Ich muss die Fans wieder bekommen. Nur die Frage ist, mit was? Oh nein. Ich glaube, das ist auch größtenteils durch die Bugs gewesen. Opa wurde vom Markt genommen. 105 Leute. 105 wurden eingenommen so. Scheiße. Schwarzer Ritter wird fertiggestellt. Oh, neuer Rekord. Alter, wie hab ich denn jetzt mehr Spiele? Oh fuck, ist hier vieles. Verbesserte KI. Und ich hätte hier noch... Oh fuck, ich hätte hier Marketing draufsetzen müssen. Eine schöne große Marketing. Naja, die Ergebnisse lassen sich ja so ein bisschen schon mal anschauen. Das geht schon. Oh shit, jetzt hätte ich hier... Naja gut, jetzt müssen wir uns überlegen, was macht man jetzt so schön als nächstes. Wir haben so viel... Wir machen hier schöne Stereo-Sounds. Das kostet uns so viel Geld. Ich hoffe, der Schwarzritter nimmt uns so viel Geld jetzt ein. Und wir kriegen einen Haufen Fans, das ist schon mal gut. Geil wäre es, wenn ich jetzt noch im Nachhinein sagen könnte, okay, los, lass mal noch ein bisschen Marketing drauf machen, aber es geht leider nicht. Das ist echt schade. Leute, wir erstellen jetzt ein schönes Spiel, das heißt Krank. Ich hoffe mal, es wird auch ein großer Hit, so wie der jetzt. Wir machen jetzt gleich mal Marketing drauf. Wir hauen hier schön in die Zeitschriften schön bekannt noch machen. Oh, ein neues Spiel. Oh, nice. Oh, ein neues Spiel. Die ES-Konsole. Oh, ja. So, die wird extrem gesucht oder erwartet, so nicht gesucht, sondern erwartet. Deswegen hoffe ich mal, dass es doch schon was wird. Komm, wir lassen das so. Ich habe mich gerade gefragt, was mit der Level-Editor eigentlich dann da drinnen macht, aber... Ich glaube, das wird schon gut sein. Open World ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Machen wir das mal so raus hier. Frag ich, ob mich jetzt noch eine Werbung reinsetzen könnte. Oh, und da kamen die Fans wieder rein. Richtig geil. So, die Bugs sind raus und wir stellen das Spiel mal fertig. Ich hoffe mal, der Hype war gut. Neuer Rekord. Leute, ich liebe es gerade. Ich bin so am Durchdrehen hier. Verzweigte Erzählung. Oh, nice. Wir machen mal hier noch einen ganz schnellen Vertrag annehmen. Eine Bibliothekssoftware. Zombies und Action ist eine sehr gute Kombination. Richtig, richtig geil. So, und die neue Plattform wurde jetzt geholt. Oder auf den Markt geschafft. Deswegen werden wir gleich Spiele für die raushauen. Damit ja hier was rauskommt. Jetzt ist natürlich die Frage, was.
Schönes Mode-Rollenspiel. Für den Super TS. 15% Marktanteil, das ist schon okay. Natürlich mit der hier. Oh, ich habe das Spiel nicht benannt. So, das ist die Modenschau. Mit einer V2-Grafik. Ich habe natürlich den Sound noch nicht gemacht, aber schon okay. Rollenspiel braucht natürlich wieder die Quest, die Engine ein kleines bisschen weniger. Ich habe schon die 1000 Fans, sehe ich gerade. Oh, nice. Komm ja, künstliche Intelligenz. Plus plus. Ich lasse das mal so. Ich weiß nämlich nicht, was das plus plus gerade bedeutet. Wenn das so bleiben würde, wenn man das so anlegen würde und dann so die alte Grafik reinkommen würde, das wäre geil. Und das hauen wir auch so raus. Marketing hauen wir auch noch mal kurz raus. Schön in Zeitschrift und Demos hauen wir jetzt raus. 150 hat uns das gekostet. Ich hoffe, die nehme ich auch ein damit. Neuen Firmenrekord. Oh, das ist ein wichtiger Meilenstein. Geil, geil, geil. Und ich habe 1,1000, also 1100 Fans. Das ist so krank. Komm, Mondschau, jetzt hau noch mal Mondschau richtig fett raus. Levelaufstieg bei Dialogen. Schön. Dialogbaum kann man jetzt da ausbilden in der Forschung. Oh, Leute, jetzt läuft das mal langsam. Mehrspielermodus haben wir jetzt noch raus für unser Spiel. Die ersten Bewertungen sind draußen. Ich hoffe, das muss jetzt Geld einbringen. Ich habe 100, über 150.000. Ich glaube, ich habe 200 fast reingesetzt. Also wenn das jetzt nicht gut ankommt, dann habe ich echt ein großes, großes Problem. Ja gut, unterhaltsam, das geht schon. Krank wurde vom Markt genommen. 375.000 Umsatz und 53 Anteile, Dinger wurden verkauft. Oh, es ist so krank. Medien sind begeistert von der Entertainment-Messe. Schön, Warni hat eine neue Konsole, die dem Blade-System rausgestellt. Okay. Und hat ein ROM-Laufwerk. Okay, es kommt eine neue Konsole. Und das scheint das Ende Blade-System zu sein. Ich habe Markt der Dings hier jetzt erforscht. Schön. Und ich habe gleich die Million. Ich habe gleich die Million. Oh, nice. Fucking, fucking nice. Alter, Mondschau bringt so viel Geld rein. Der TES wird bald vom Markt genommen. Ich habe die Million zusammen. Ich habe die Million zusammen. Alter. Alter, ist das krank. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann mir ein Büro kaufen. Ja, ich ziehe um. Natürlich ziehe ich um. Ja, ist das nicht geil. Wir können ja jetzt die Position besitzen und uns Leute einholen. Achso, ich muss noch Marketing-Training machen, trainieren. Lass mich nachdenken. Mitarbeiterverwaltung brauchen wir natürlich. Alter, ist das gerade geil gewesen. Was für einen Umsatz wir gemacht haben mit dem Mondschauspiel. So, jetzt können wir uns Leute suchen. Bewerber vorsortieren. Demospiel, Demo, Film, Komplexe. Wir setzen ein Budget von 50.000 und suchen mal. Eine Zeit können wir schon mal neue Spiele wiederentwickeln. Ein Mittelalter-Rollenspiel für den Super TES mit unserer Anfangs-Engine. Das ist das Spiel der King mit einer V2, genau. Ich habe zwei Spiele rausgebracht und die haben allein schon 400. Alter, ist das krank. Eigentlich können wir es doch fast so lassen. So, wir haben jetzt die Mitarbeiter. Wir haben hier zwei zur Auswahl. Wir haben hier einen mit viel Design und Technologie und wir haben einen mit wenig Design und auch viel Technologie. Erfahrung Level 2, Level 1. Der kostet 18, der kostet 8. Ich glaube, wir lassen doch schon mal uns... der ist viel besser in Forschung. Aber ein bisschen weniger an Geschwindigkeit. Leute, ich stelle den Yannick Huff ein. Was ist denn sie? Ich hoffe mal, dass wir damit jetzt ein paar Leute mehr hinkriegen. Ein bisschen bessere Sachen. Dialoge sollen wichtig sein, künstliche Intelligenz, genau, so können wir es machen. Sie tun wir mal ein bisschen trainieren. Und das ist jetzt das Einarbeitungstraining. Ich weiß nicht, was das bringt, aber wir lassen die mal ein bisschen trainieren. Können ja jetzt ein kleines bisschen mehr Geld raushauen. Hauen noch Marketing raus für die Zeitschriften. So, fertigstellen. Design 23, Technologie 16. Ach, hier können wir auch noch den Namen nochmal ändern. Das ist geil. 2D-Grafik. Oh, wir können die erste 3D-Grafik machen. Nice, 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 nice. Ah, die wird teuer sein. Die wird richtig teuer sein. 40.000. Oder wir holen die V3 hier.
Ich würde sagen, wir fangen mit einem 3D-Grafik an, langsam. 8787, also 7,5er Bewertung, das ist doch mal gar nicht mehr so schlecht. Und ich hoffe mal, dass ich hier natürlich jetzt auch richtig Kohle damit einnehme. 100.000! Alter! Das ist ja richtig krass. 800. So, das ist jetzt fertiggestellt. Okay, wir entwickeln ein neues Spiel. Obwohl, eigentlich müsste man eine neue Engine erstellen mit einer V3 Grafik, mit keiner V2, sondern einer V3 und natürlich mit einem Mehrspielermodus. Wir nehmen mal einfach nur 3D. So, die Engine 3D ist fertig, das ist schon mal sehr gut. Und dann können wir mal einen Auftrag, da können wir jetzt bestimmt einen großen Auftrag hier nehmen. 23.000, klar, machen wir mal schnell Spieltest. King wurde vom Markt genommen, 600.000. Oh, war das knapp. Oh, das war richtig, richtig knapp. Und wir machen ein neues Spiel mit unserer, halt nicht mit Anfang, sondern mit der 3D-Grafik. Das war auch für den Super TES, da haben wir schon recht viele Spiele hergestellt. Und das Spiel muss natürlich heißen, oh Mann. Da haben wir natürlich schon den Multiplayer raus, weil Multiplayer ist natürlich auch schon sehr wichtig für so ein richtig geiles Spiel, für so ein Online-Spiel, Multiplayer-Spiel von einem Super-Hand-Action, wurde ich schon Geld hinlegen, das, ja, klar. Das Spiel scheint aber nicht ganz so schön zu sein. Ich hoffe, wir haben jetzt noch ein bisschen Quali raus. Und sonst scheint es sehr, sehr schlecht zu werden. Oh, das Spiel der King hat Bugs und natürlich verlangen die Kunden ein Patch. Wir können entweder Zeit oder Geld investieren, um ein Patch zu... Okay. So, erstmal stellen wir das Spiel jetzt erstmal fertig, damit das rauskommt. Und dann müssen wir einen Patch entwickeln für 20.000 und machen aber gleichzeitig noch eine Forschung. Einfache Zwischensequenzen ist, glaube ich, schon gut. Wir können an der Games auch als G3 mitteilnehmen. Oh ja. Wir können sehr viele... Ja klar, gehe ich dahin. Ja, richtig gut. Also ist eine gute Bewertung. Ich freue mich alles, was so 7 ist, freue ich mich richtig hart. Der Patch ist fertig, das ist schön. Könnten Sie aber noch ein kleines bisschen... Lassen Sie mal ein bisschen bei den Juwelen der Spielentwicklung reingucken, das Buch. Schön, das ist eine Technologie. Das bringt richtig gutes Plus. Ja. Und meine Fans, Sie lieben mich. 3.000, Alter, ist das nice. Das Spiel macht extrem viel Spaß gerade eben. Sie ist jetzt fertig mit dem Lesen, deswegen können wir jetzt ein neues Spiel entwickeln. Wir probieren jetzt einfach mal ein Evolutionsstrategiespiel aus. Und zwar der Mensch. Das ist natürlich die Frage, was braucht jetzt ein Evolutionsstrategiespiel? Es braucht kein Multiplayer. Es braucht aber ein gutes Gameplay, eine gute Engine, aber Story und Quest? Ja klar, Strategie braucht Questen. Wir haben ein bisschen die Engine runter. Und wir machen aber Marketing für das Spiel gleich. Mit Spiel raushauen, mit Probespiel. Ich hoffe, das kommt gut an. Oh, und jetzt die ach du Scheiße. Wir machen einen kleinen Messestand. Ein aufklappbarer Stand. Material zeigen, nicht beeindruckend. Aber... Oder wir hauen 5.000 raus. So, wir machen mittleren, weil wir brauchen die Fans. Und wir hauen gerade so ein richtig scheiß Spiel raus. Dann so ein richtig scheiß Spiel gerade raus. Scheiße. Oh, hätte ich bloß ein Simulationsspiel gerade gemacht. Das hat mir jetzt so 500... Ey, wenn das jetzt kein Geld einbringt. Ich habe hier jetzt ein Plus-Demo rausgebracht. Ich bin gleich pleite. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht richtig gut aus. Für die erste G3, die wir hier mitmachen. 68.000 Besucher. Nice. Dass man dieses Jahr nicht reinkam, ist nicht schlecht. Es ist nie schlimm. Nächstes Jahr können wir vielleicht ein paar mehr, also beim nächsten Mal. Darf ich das mal ja andere Spiele und alles rausbringen. Wir müssen dann auch mal ein bisschen Forschung noch machen. Ein Hype 58 ist hier. Fortsetzungen. Nice, wir können Fortsetzung machen. Hier, raus, wir brauchen Geld, los. Los, wir können nicht warten, komm. Bewertungen sind raus. Durch die G3 ist das jetzt gewesen. Und das Spiel kommt aber gut an. Und dadurch, dass ich auch noch Demos rausgebracht habe, sind die Leute bestimmt gut beeindruckt von dem Spiel. Zeigt Potenzial. Machen jetzt einen Auftrag.
24.000. 20 und 4. Komm, das schaffen wir doch locker. Die neue Plattform wurde jetzt herausgebracht, okay. Und wir kriegen das Geld rein. Wir kriegen locker das Geld rein. Oh, nice, nice, nice. Und neue Spieltel rausholen. Ne, wir forschen jetzt. Zwar Fortsetzung. Und ich persönlich forsche jetzt an einem neuen Thema und das ist Chirurgie. So, beide Sachen sind jetzt richtig gut raus. Und wir machen jetzt noch ein Spiel, müssen wir jetzt noch schnell raushauen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn muss ich jetzt... Kann ich jetzt Fortsetzungen entwickeln? Oh, nice. Das ist richtig geil. Mondschau. Komm, davon nochmal eine... Mondschau kam richtig gut an. Der Schwarze Ritter, komm. Der erste... Fortsetzung, die wir jetzt hier machen. Die hauen wir jetzt mal auch wieder auf dem PC raus. Der Ritter kehrt zurück mit einer V3. Qualität diesmal. Brauchen wieder weniger Story und Quest, aber natürlich schön Multiplayer raushauen. Das wird uns was bringen, hoffe ich mal. Dialoge müssen auch weniger. Wir brauchen keine Dialoge richtig im Spiel, im Simulationsspiel. Aber das Spiel hat richtig schlechte Einschätzung bis jetzt. Ich hoffe, wir holen jetzt noch hier ein paar Pünktchen raus. Und sobald das Spiel dann fertig ist, schicke ich sie in den Urlaub. Und wir machen natürlich dann auch den Part zu Ende. Nächstes Mal uns die Bewertung an von dem ganzen Spiel. Ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen noch und schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt immer mehr, was ihr wollt. Ciao, ciao.